Ja, der Teil der Präsentationen neigt sich dem Ende zu. Last but not least, Rüdiger Wassibauer. Bei der Schmiede. Vor 8-9 Jahren wurden wir zurückgeworfen, mein Bruder und ich, nach Österreich. Wir hatten eigentlich ganz was anderes vor. Das Einzige, was uns hier gehalten hat, war der Wintersport, wie ihr sieht. Und ja, und irgendwann einmal haben wir uns gedacht, es muss doch einfach mehr vorhanden sein. Wir hatten eigentlich die Schnauze voll vom konstanten Raunzen, dass Salzburg nicht gut war, dass Salzburg zu wenig war. Das haben wir eigentlich betrieben, seitdem wir in der frühen Pubertät waren. Trotzdem versuchten wir, dieses zentrale Thema dazu umgehen, und zwar der schwarze Loch. Salzburg ist wunderschön, am Ende des Tages fällst du irgendwie komischerweise ein Loch. Daraufhin haben wir angefangen zu suchen. Wir haben versucht, ein großes Projekt umzusetzen, nur herauszufinden, dass es eine Runde zu groß für uns war. Daraus entstand aber das Bedürfnis, einen Platz, wo wir sein können, wo wir unsere Projekte trainieren können. Wir waren überzeugt, eins, was wir brauchen, ist Platz. Vorher war ein Panoramapark allein, das haben wir gefunden. Hier, es ist die Schmiede, es ist die Berneninsel, es ist Salinen allein. Und das ist ungefähr so, wie es ausschaut dort. Also, man kann sich vorstellen, vor 8 Jahren standen wir in dieser Location oder im Gebäude. Wir kamen uns vor wie Dinosaurier im Salz. Und die Dinosaurier im Salz dachten sich, naja, jetzt müssen wir andere Dinosaurier holen. Und diese anderen Dinosaurier, haben dann ein Konzept angefangen zu entwickeln. Dass da ging es in erster Linie darum, dass wir ein großes Ding bauen wollten. Also allererster Grund, wie man Leute herholt, allein können wir auch nichts machen, ist natürlich Werbung. Wir haben angefangen, wie kleine Trommler ein Jahr lang oder zwei oder drei, mittlerweile 7, 8 Jahre lang, auf uns hinzuweisen. Angefangen, das ist ein Bild, wichtig für später, das war die Operation Plankensturm. Dann natürlich das nächste wichtige Element bei einer Veranstaltung ist, man muss natürlich fremde Menschen willkommen heißen. Hier haben wir Italien, Österreich, Venezuela und wir haben das aus Amerika. Das hat sich dann noch dazugehört. Das ist natürlich immer das Allerlustigste in der ganzen Veranstaltung. Das sind die Meetings. Naja, man muss sich hier vorstellen, das ist nur ungefähr die Hälfte des Bildes. Man muss sich nur vorstellen, 140 Leute, die ungefähr jetzt genauso wie wir hier erzählen, wer sie sind, woher sie kommen, was sie tun und warum sie hier sind. Und dann darauf folgt die Projektbeschreibung. Daraus folgt ungefähr ein ganzer Tag. Sehr unangenehm, aber sehr wichtig, um dorthin zu kommen. Und dieses Bild ist zum Beispiel ein Team von audiovisuellen Künstlern, der Dan ist aus Australien, hat das Sounddesign für ein Real-Time-Cinema-Projekt von Claudia gemacht. Und ja, man muss reden, man muss arbeiten, sich kennenzulernen. Aber unter dem Arbeiten kommt man natürlich so, nur so weit, deswegen haben wir sehr bald angefangen zu versuchen, auch zu unterrichten. Das ist eine Informationsveranstaltung, wo es natürlich um übergeordnete Themen geht, wo es darum geht zu lernen, sich selber gegenseitig weiterzubringen und so weiter. Natürlich, man darf nicht vergessen, es geht natürlich auch um ganz rudimentäre Elemente, das heißt zusammen essen. Im Endeffekt, von meinem Verständnis, bei einer gelungenen Veranstaltung geht es im Unterstrichen darum, dass sich Leute kennenlernen, weil wir können alles. Die Frage ist nur, wer sind wir und das ist was alles. Das ist eigentlich das Beispiel dazu, das natürlich Michi Hackl in diesem Jahr, das ist das erste Spontanprojekt der Schmiede, er kam zur Schmiede in diesem Jahr, ich will nichts machen. Daraus entstand innerhalb von 2 Tagen ein
ein Musikvideo, was von 0 auf 100 produziert wurde, mit Videoclip etc. 25 Leute involviert, bei 48 Nummer 1 Hit auf YouTube for all times. Natürlich der nächste Schritt, da sind wir das vorige Plakat wichtig. Benno, im ersten Jahr hat er ein Plakat bemalt, heuer hat er eigentlich interaktive Installation gemacht, die am 12. November, also jetzt in 7 Tagen, präsentiert werden wird. Regionalbahnhof. Wir sind zu solchen Projekten vom Medienkunstpreisträger. Wir machen für das Land Salzburg den Medienkunstpreis. Da sieht man, glaube ich, da muss ich nicht viel erklären, das ist verdammt viel Arbeit. Allein das Aufhängen haben es dreimal gebraucht. Ja. Es war unglaublich cool, diese Noppen in den Stein reinzusetzen. Die nächste Komplexität natürlich ist, nicht nur Objekte zu haben, sondern Leute zu haben. Das heißt, hier hatten wir letztes Jahr ein Projekt mit 54 Musikern auf 100 Meter unter der Erde im Salzsee vom Dürnberg. Ja, ich glaube, alle Involvierten können ein Liedchen davon singen, wie anstrengend sowas ist. Bis hin natürlich zu so etwas, was natürlich aus einigen Jahren der Zusammenarbeit, wo man eigentlich sagt, wir setzen uns mal zusammen und quatschen und schauen, was wir so machen können, bis hin zu einer 15 Meter Leinwand, die man in einem Fahrstuhl befahren kann, ist natürlich ein ziemlich weiter Schritt. Dieses Projekt ist wahrscheinlich bis jetzt das ausschlaggebende. Oh, doppelt vielleicht, cool. Es ist geteilt, deswegen. Und das ist mein Grund, warum das alles funktioniert. Und das ist im Endeffekt, es ist eben das, und zwar man sieht hier das Gebäude, man sieht die Menschen, im Endeffekt das, was die Spiele ausmacht und was die Spiele Besonderes macht, ist eben das, was man nicht sieht. Und zwar genau das, Magie. Die Magie besteht darin, was passiert zwischen den Menschen, wenn sie anfangen, sich zu vertrauen, wenn sie anfangen, sich kennenzulernen, wenn sie anfangen, zu verstehen, warum andere Leute machen, was sie tun. Und das unterm Strich ist eigentlich, warum wir die Schmiede machen. Und das ist genau der Grund, warum wir einen Amboss als Symbol haben. Er soll die Solidität darstellen, in der wir uns zusammenfinden. People in Space. Danke.